Jetzt auch mit Sound. Hier, Training Session. Bisschen trainiert. Komplettes Team fast kaputt. Sogar mit Verzweiflung habe ich gekämpft. Im Körper dort immer noch das Teil und wir kämpfen noch ein bisschen mit Mike. Mike hat Metallklaue gelernt und Toranlage den Erstauner. Komm heim schneller. Scheiße, ah, ich habe jetzt vergessen nachzugucken. Kurzen Cut. Da habe ich auch direkt nachgeguckt. Kurz und. Und da ziehe ich die Trainerschule. Hast du die Trainerschule? Danke. Dann bekommen wir die Flintklaue von einem Lehrer. Aha. Du kriegst die Flintklaue, Mike. Herzlichen Glückwunsch. Wir machen ein paar Trainerblatt da unser Geld hinsichtlich ziemlich wenig ist. Deswegen habe ich auch mal kurz nach vorne getan, damit wir noch die Trainer. Ich habe auch in meinem Trainingspart ein paar Trainer noch weggewäscht. Okay, wir machen jetzt ein paar Trainer. Ich brauche unbedingt das Geld. Das ganze Geld für unseres Trainings so gesehen ausgegeben. Komm. Halbklaue ist. Ich möchte wechseln. Auf jeden Fall schwäche Kampfattacken möchte ich doch nicht kaputt. Möglicherweise. Ist gut. Haben wir? Kann einer unserer Pokémon überhaupt zu schneller werden? Sein Tapfer und gemein. Wie stark war nochmal Tackle? Ich tut mir leid. Glaub. Nein! Das ist dumm. Nicht erlernen, ja. Tentacher braucht aktuell an Tacken. Warum kann man nicht auf zur Schneiderplatz? Dann können wir noch ein paar Trainer mehr machen. Ich versuche noch in den nächsten Parts halt, wie heißt es nochmal zu machen? Die Arena. Wir müssen diesen Part schaffen. Kann ich jetzt nicht versprechen. Krass gut. Oh, Mist. Ist ja keine Fee. Step Metallklaue. Gedammt. Wir versuchen immer noch Kapperdorf zu trainieren, weil ich das unbedingt auf Level 20 brauche. Das ist extrem wichtig, dass ich das auf Level 20 bekomme. Nach der Arena direkt. Sofort instant sich weiterentwickelt dann. Deswegen so auf 18 trainieren, 19 nach der Arena. Das wäre dann eigentlich optimal. Weil ich brauche die Gardos, brauche ich so dringend für den dummen Arena-Kampf. Nicht für den, nicht den, dann für den rivalen Kampf. Weil unser Team kann einfach nichts gegen Reptane. Stun Junior, ja, so. Wir hätten dann Krabums, ja. Na gut, hält aus. Man nee, natürlich. Da reicht Level mal 15. Na gut. Problem ist, so Pokémon sind halt jetzt aktuell noch nicht statt. Mike kann zum Beispiel gar nichts in der nächsten Arena machen. Und in der darauffolgenden Arena habe ich auch nicht so viel, weil ich gehe eher davon aus, dass das so aussieht. Morabel, Lebensschuss, 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 Tod und Verderben halt. Zerschneide schneller, Tintacher. Hätte aber nicht erwartet, wie kann Tintacher eigentlich. Ah, ich hinterfrage es einfach nicht. Aber hätte ich. Oh, ich hätte Tintacher zur Schneider beibringen können. Dann hätte ich noch ein bisschen Tentacher leveln können. Der Giftstachel hat ja gar keinen Damage gemacht. Ich habe zwar Giftstachel zum Vergiftung gebracht und dann einfach rumgestanden und gewartet, bis der Gegner durch das Gift umfällt, aber. Das hat aber auch nicht so gut funktioniert.
Ding ist dann doch auch nicht. Oh, ein Eid. Nein. Oh, Eid, das ist schön. Aber wir werden noch weiter ein paar Trainer, die ich ausgelassen habe. Minute 15, bist du Trainer? Wir fangen uns später an Pokémon, weil ich sehe es jetzt eigentlich nicht ein, hier möglicherweise wieder den Kaffer zu angeln. Wenn wir Pokémon brauchen, ja, sonst hätte ich lieber die Chance auf ein paar stärkere Pokémon. Gut, hier haben wir jetzt alles erledigt. Hier kommen wir später irgendwann mal wieder. Den Kappa-Trainer habe ich besiegt. Die Zwillinge habe ich noch nicht gekämpft. Weil das war so. Ja, mein komplettes Team. Habt ihr mein Team gesehen? Am Anfang des Parts. Es sah nicht mehr so toll aus. Und vier von meinen fünf Pokémon waren schon auf etwa zweifach getrimmt. Bevor wir das machen, möchte ich hoffen, dass wir uns passiert haben. Hier geht einfach beide aufs Gleiche. Kopf nur aus. Weg. Tonanlage. Hier ist er weg. Ich bin echt froh, dass wir einen Kappa dabei erreicht haben. Gut, ich habe nicht nachgeguckt, ob man im Blütenbuch was anderes fangen kann. Aber ich glaube. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es jetzt nicht der Fall ist. Stimmt, die normale Attacke ist ja noch physisch. Auf, wo das so viel Damage gemacht. Boah, ich war im Training in der vierten Gen schon. TF. Andere nochmal. Komm mal schneller. Ein X-Treffer. Gut. Blütenburg Wald. Gegen den müssen wir kämpfen. Na, komm, bitte Klaus einfach weg. Was müssen wir jetzt noch machen? Die Arena sollte noch reinkommen. Ich bin noch überlegend, wen fange ich am besten an mit der Arena? Morabel darf nicht die 19 erreichen in der Arena. Und das nächste Level Cap ist 22. Theoretisch könnte ich noch Schutz kaufen. Aber wir sind halt. Du siehst zu verdächtig. Minifeld, super. Ja. Ah, Wundersaat. Yay, für unsere nicht vorhandenen Pflanzen-Pokémon. Superball, das ist schön. Das ist auch noch ein Ball, den ich haben will. X-Angriff. Bekämpfe euch nicht. Meine AP sind mir viel wichtiger gerade. Und gegen dich habe ich mal nicht gekämpft. Sorry dafür, dass die Maus drin ist. Ich musste ganz dringend die Aufnahme pausieren wegen Niesanfall. Darauf hat echt keiner Lust, wie ich jetzt 6 Wampe Level 3 eliminiere. Könnt ihr mir jetzt nichts weiß machen, dass euch das interessieren würde. Gucken in der Höhle, wo wir Blitz brauchten, ist... Ach, kann mir das Item da noch holen. Ich will alles haben. I want the all. Gemeiner Dieb, anderes abzustehen, Puppel. Okay. Dann haben wir jetzt hier alle Trainer bekämpft. Hier würden wir noch Tier Matschbaum bekommen, kriegen wir aber erst nach dem vierten Orden. Wenn ich mich nicht täusche.
komischen Klapper da. Kannst uns aber auch nicht viel. Warum ist dies jetzt nicht ein... Auch gegen Kapadon? Nein, es ist nur Gletscher ein. Wenn ich da verliere, dann hört ein Pokémon spielen auf. Muss ich hier ein Item drin sein? Oh, Sternstoff, Geld. Das brauche ich auch. Ach, hier ist kein Supermarkt. Sieht super tranktechnisch aus. Ach, okay. Okay, wie viel fehlt dir zum Level ab? 200. Versuchen wir so viele Trainer wie möglich auch mitzuziehen. Ich glaube, es sind 3. Das sieht aus von Hunger auf meinem Ball. Boah. Ich hab schon Laura. Boah, Lebensschuss drauf. Still. Boden. Die nützen. Setz irgendwas Unnötiges an. Wie Meditation zum Beispiel. Das ist total unnötig. Lebensschuss würde ich gerne aufbewahren. Gut, die sind jetzt ziemlich stark. Nein, die geben auch so viele Erfahrungspunkte. Erholen. Ich will die ja machen wegen deiner Erfahrungspunkte. Ob ich Schaden bekomme. Katz über Katz, sage ich wieder zu. Wir versuchen ja so viele wie möglich abzupassen. Nom nom nom. Aus. Und er kommt raus vor der Schwarzgurt mit Machol Satoru. Raphael Ausrufezeichen. Ach, knapp. Komm, Damage. Versuchen wir es mal mit dem Lebensschuss. Stab. Physischer Angriff. Knarren wir uns mit dem Gegner noch. Erreichen wir jetzt das Arena-Leiter-Niveau. Oh, unser Körper dort immer noch nicht das Arena-Leiter-Niveau erreicht. Wie viel fehlen dir denn noch? Oh, 600. Wie viel dir? 700. Warum braucht Kappa das so viel Erfahrungspunkte? Stopp. Hab ich noch ein paar? Ich hab sogar noch ein paar Tränke. Ein Training übrig. Na, aber kann ich sie nur lernen? Hi. Komm, ich mach dich fertig. Da hast du recht, ich mach dich auch fertig. Meditieren. Von grad eben hatte keine Schutz gegen den mächtigen Lynchmann. Aha. Okay, der Fahrrad. Dann ist Denise, der Fahrrad. Und das nächste Meditieren. Lynchmann. Ein bisschen Panzer. Ich glaube, das müsste auch die letzte Trainerin in dieser Arena gewesen sein. Das Scheiß macht Hollow, das überlebt natürlich einen Angriff. Der Vorteil ist, es kommt aber nicht zu einem Angriff. Das sind die Kämpfe, die ich mit dem Leroba. Das Viech kommt gar nicht erst zum Angriff. Das bleibt einfach und geht seinen Tod. Ja gut, das verbraucht viele AP dann. Sind wir auch schon beim Arena-Leiter?
memorabel abgekratzt, haben wir wahrscheinlich die Challenge verloren. Deswegen. Ich bin Camillo, der Innenleiter von Fastor Hafen. Ich habe die vielen Stunden dieser Gegend und massenhaft Künsten die Schwarzen in den Stadt gewonnen. Du willst mich wirklich herausfordern, dann zeig mir, was du gemacht hast. Ja. Camillo. Das zeige ich dir auch gleich. Diesmal bin ich aber voll mit AP und erstmal die Lebensstelle. Kannst du nicht meine Werte senken? Machen trotzdem noch ein bisschen Lebensstelle. Hör auf mit Kotzer! Ich greife dich jetzt speziell an. Zweimal Lebensstelle sollte reichen eigentlich. Dass er auf jeden Fall immer noch trifft. Super. Er wird noch dran knutzen. Er ist im roten Bereich. Nutzen wir auch ein. Stopp. Wie ist klar, ich habe jetzt zweimal mit Lebensschelle erwischt. Lebensschuss würde weniger machen als bei Knarre. Wie viel hat er gemacht? Ach, natürlich genau 28 Schaden. Du hast zweimal Lebensstelle abbekommen. Danke. Ja, bei zwei Protze-Entos kann ich auch jetzt nichts instant sicher in Macholo einwechseln. Jetzt kann ich auch gucken, wie viel der Lebensschuss macht. Und wie viel noch ein Spot kommt. So können wir zumindest seine Innen noch ein bisschen senken. Obwohl, wir sind ja sowieso schon schneller. Seht ihr, hier sind noch. Ich versuche noch ein bisschen mit der Genauigkeit runter. Weil nach dem Karate-Schlag, der macht uns ein bisschen mehr als die Hälfte an Schaden. Geowurf, Mini. Karate-Schlag machen wir aber fast alles weg. Kommt jetzt mit Geowurf an. Na, ich bin schon ein bisschen assi ab und zu mal. Naja, Lebensstelle vorzuholen. Wir hatten auch niemals das Arena-Leiter irgendwo überschritten. Ich bin mir sowas von Lebensstellen. Meine Lebensstelle ist besser als dein Sanfiro. Ich mach Schaden noch. Armstoß. Autsch. Oh Gott, das macht schon 5 Schaden. Nur einer. 5 mal 5 wären 25. Armstoß hat eine sehr schlechte Genauigkeit jetzt. Es nochmal trifft. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Jetzt einfach knallt drauf. Nein, mein Pit drunter ist ein 5 Treffer. Ach, Kampf gewonnen.
Huh. Der war doch ein bisschen an. Level 17, perfekt. Nächstes Arena-Letter Niveau ist 22. Okay. Gib mir Protzer und halt die Schnauze. Du hast ein Knöchel von Kamelien. Oh yeah. Dank den Knochen und jetzt Pokémon bist Level 30 wahrscheinlich. Und Kampfblitz kannst du technische Maschine zählen. Ja. Komm, ja, an. Ich sehe Talent eines Wellensturm erstaunen. Geil. Raphael braucht erstmal kein Training. Oh, aber wir müssen das Viech jetzt. Obwohl, nee, kommen wir mit dem Schatz als erstes. Ich wollte jetzt direkt ins Puppencenter rennen. Aber darf ich ja nicht. Gäffelprozess, die möchte ich gern. Ich würde mir gern die Tier im Raub holen. Ahoi! Und diese. Aber wir holen uns den Raub erst gleich. Wir wäschen die Trainer weg. Oh, mach. Hallo. Raphael aus dem Zeichen aus. Das geht. Wir. Ja. Lebensschuss. Hör auf. Pfui. Bäh. Weg mit dir. Level 19 für Raphael wahrscheinlich. Yay. Aber ich mach jetzt direkt. Nee, ich mach erst die Trainer, ich brauch das Geld erstmal. Oh, cooler Sand. Cooler Sand macht Boden dann stärker, oder? Oh. Haben wir noch ein Pokémon, was es tragen kann. Jeder hat irgendwas, das seine Schwäche so ungefähr ausgleicht. Oh, ja, Carpador, das kann ich gerne mit einem HTNP-Teiler. Und es kommt mit Zack. Tonalagit. Really? Ich mag das nicht, wenn der Gegner das einsetzt. Pfund. Natürlich, das jetzt nicht mehr. Jetzt trifft das nicht mehr. Guten Schlag. Ich wechsle gleich aus. Ah, da trifft er. Wunderbar. Macht einen auf. Sandfield. Ja. Natürlich bitte auf. Ja. Der Kampf war sowieso für mich entschieden. Ja, jetzt zickzacks. Ja, du hast keine Macht aus, glaube ich. Das ist ein Wind oder was so. Bitte einfach kein Macholo. Danke, Windul. Danke, dass du ein Windul bist. Spezielle Attacken. Ja. Eigentlich sollte ich eine spezielle Attacken eigentlich gut fassen können, aber irgendwie sind jetzt zwei der Unterschiede. Das macht fucking 9 Damage. Schon zu viel. Und natürlich hast du auch ein Macholo. Der nächste ist ja gleich Level 18. Oh, ich hoffe, es kommt auf den. Auf jeden Fall trainiere ich bis 20 das Carpador. Das wird es auch schaffen, weil ich es so will. Weg mit dir. Oder du nervst. Oh,
Boah, das ist so eine fucking große Kampfschwäche. Tackles. Noch einmal. Und wir müssen. 81 Punkte. Ich hätte 5 Punkte. Boah, warum habe ich das Bedürfnis, weil ich so wenig KP habe, ins Gruppencenter zu rennen? Ich eigentlich ein Spieler bin, der nonstop Gruppencenter rennt, wenn es geht. Du! Sonnenschirm, Blumen finden, du nicht. Ja, ja, machen wir gleich nochmal eine Training-Session, weil nach einer Training-Session sollte man unbedingt noch eine zweite machen. Cool, ich sollte mir vielleicht... Nee, ich brauche die Erfahrung. Ich brauche die Erfahrung. Ich darf einfach Morabel nicht so häufig einsetzen. Morabel muss ja die komplette Arena alleine machen, fast. Doch, gerade für sich noch bringen, der würde Biss lernen. Komm, einmal auf, nur die Speed-Taste. Aber Aufbau hat sich beendet. Du brauchst bis 18 noch 520 Meter. Ich bin hier aber in dem Geschäft meinen Spulen kaufen. Oder? Was kann ich bei dir kaufen? Kämpfer jetzt oder an den Leuten, das ist eine Belohnung. Das ist super. Oder machen wir das in... Nee, ich muss das ja noch in diesen... Alles, was ich machen muss, muss ich. Hi. Brauch... zwei Tränke. Ich muss die Tonanlage heilen. Die Parts sind schon wieder so extrem lang. 30 Minuten. Auch nur, weil ich gleich eine Trainingseinheit machen will. Das glaube ich nur ein Goldin. Glaube ich zumindest, dass du Goldin hast. Ah, Goldin. Gordula. Turnologie. Mein Gott, nicht der richtige Schnabelpunkt. Macht aber auch nicht viel Damage. Dann machen wir Aufruhr stärker. Wenn es genau ein Aufruhr ist, ich kann währenddessen nicht heilen. Das ist am sinnvollsten, Goldini. Kein einziges Pokémon, was einen Feuerattack hat, nicht mal zum Feuer-Pokémon. Und tschüss, Goldini. Geil, Level 15. Jaula, yay, yeah, das bringt sogar was hier. Okay. Geld ist immer schön. Hi. Hi, Kleines. Du wirst wahrscheinlich Michel oder so haben. Ja, nicht ganz Azurill. Azurill ist so scheiße. Komm. Dreimal aufgeholt, schon ist es fast tot. Und Metal hast du sogar noch. Jaula! Angriff von Tonaler Gestalt. Wie macht die Angriff? Pfund! Weiter Pfund! Ich hab Angst. Okay,
Okay, solange du nur eine Jäger machst und nicht gleich mit Walzen hinterherkommst, ist es in Ordnung. Kann man Hollow einfach auskontern. Ja, da ist auch wohl nicht kontergeil. Okay, ich fäng mich mit Bingo an. Ich brauch schon mal etwas. Hab die Akku hat schon auch von Bingo. Sie macht Zahnschabbel. Bisschen Damage. Nein, warum machst du es wohl nicht? Ich ruf das zweite Bingo. Ich stell mal Hollow. Ach, sogar mal Hollow gekillt. Bin. Jetzt ist der Terra auch noch weg. Yay, noch zwei Level braucht Papa. Was krieg ich von dir? Ah, jetzt kann ich Sprudel hier kaufen. Geil. Komm mal, Papa. Sprudel ist nur um 100 Punkte oder teurer. Wollen wir auch Team. Nee, das machen wir jetzt im nächsten Part. Ich stelle mich schon mal so hin, dass ich die dringend. Oh, wir können ja hier noch ein neues Pokémon fangen. Das machen wir auch jetzt noch schnell. Von 20. Wir waren bei 3 A's und bin ich ganz täusch. 1, 2, 3, 4. Okay, hier ist dann meine Training gleich. Wir sehen uns im nächsten Mal von Rubin nach dem Training. Bis dahin, tschüss.